So, selbst schnell eingewilligt, alles klar. So, nochmals herzlich willkommen, liebe Doris Eibel. Doris Eibel ist Romanistin und wurde 1999 mit einer Arbeit zur Entwicklung des Quebecer Romans seit 1976 an der Universität Innsbruck promoviert. Dort lehrt und forscht sie in der Position einer Assistenzprofessorin. Sie hatte zudem Gastprofessuren an der Universität de Montréal in Kanada, an der University of New Orleans in den USA sowie an der Universität de Rouen in Algerien. Eines ihrer prononciertesten Forschungsfelder ist sicher die frankophone Literatur Kanadas, zu der sie nicht nur ihre Dissertation verfasst hat, sondern auch umfangreich anderweitig publiziert. Also sowohl zum einen zu einzelnen Autorinnen wie beispielsweise Nicole Broussard oder Catherine Mavrakis, als auch zu literarischen Genres, vor allem zum Roman, aber auch zur Kurzgeschichte. In diesem Bereich ist sie nicht nur als Forscherin aktiv, sondern auch als Forschung Ermöglichende. Sie ist seit Jahren eine der Mitherausgeberinnen der Zeitschrift für Kanada-Studien. Andere Schwerpunkte sind beispielsweise der neuere französische Roman, der Surrealismus in der Romania. In beiden Bereichen, wie auch in ihrem Forschungsfeld zur kanadischen, franko-kanadischen Literatur, mit einem deutlichen Fokus auf Genderfragen und Literatur von Frauen beispielsweise, Geschlecht und Raum. Sie hat dazu einen Sammelband mit herausgegeben, beispielsweise A Gender in Space in Canadian Women's Writing. Sie hat, und das wird heute Abend eine große Rolle spielen, ein großes Interesse am biografischen und autobiografischen Erzählen sowie am Genre der Autofiktion und an Fragen der Übersetzung. Sie ist auch selbst Übersetzerin, sowohl aus dem Französischen als auch ins Französische, also beispielsweise Nicole Broussard. Und auch das wird bei dem Roman, den sie uns heute vorstellen wird, sicherlich eine Rolle spielen. Der Vortrag, wie gesagt, zu Anne Webers Annette, ein Heldinnen-Epos, ein Roman, der im letzten Jahr sehr viel Aufmerksamkeit erregte und auch sehr positiv rezipiert wurde. Und liebe Doris, schön, dass du da bist. Wir freuen uns auf deinen Vortrag zu Anne Webers Annette. Ja, vielen Dank, liebe Katja, für diese liebe Vorstellung. Ich freue mich sehr, dass ich heute, wenn auch nur virtuell, in Augsburg sein darf. Katja war schon bei uns in Innsbruck vor 2 Jahren, wenn ich mich recht erinnere, mit einem wunderbaren Vortrag über Antigone. Und ich freue mich, dass ich im Gegenzug heute über einen wunderbaren Text sprechen kann. Annette, ein Heldinnen-Epos von Anne Weber, das im weiten Feld der Kritik, der Literaturkritik, unglaublich viele positive Stimmen, also ein positives Echo erzeugt hat. Mich hat der Roman nicht zuletzt auch deshalb interessiert, weil mich die Autorin schon seit längerem interessiert. Denn sie ist jemand, der zwischen den für mich auch wichtigen Sprachen, nämlich dem Französischen und dem Deutschen, agiert. Aber dazu werde ich noch einiges sagen. Ich habe zunächst mal versucht, ein paar Pressestimmen hier nochmal zusammenzufassen, die alle einen zentralen Punkt aufgreifen oder etwas betonen, das dieses Werk ausmacht. Zunächst mal empfindet man schlichtweg Leseglück, wenn man dieses Buch liest, und ich darf es ganz also wärmstens weiterempfehlen, denn es ist wirklich ein besonderer Text. Alle Menschen, denen ich dieses Buch bis jetzt geschenkt habe, waren auch begeistert von diesem Buch. Und das Diskutieren und Dialogieren über dieses Buch war immer sehr, sehr produktiv. Es ist ein klug geschriebenes und sehr lehrreiches Buch, denn man lernt über dieses Buch sehr viel über die französische Geschichte der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts. Einerseits über die Résistance, aber insbesondere auch über ein bis heute schwieriges Thema, nämlich den Algerienkrieg.
und wie schwierig dieses Thema Algerienkrieg auch heute in Frankreich noch ist, beweist gerade dieser Wochen, dieser Monate, muss man sagen, ein Bericht, den der französische algerischstämmige Historiker Benjamin Stora veröffentlicht hat. Es ist ein Auftragsbericht zum Algerienkrieg, zu den algerisch-französischen Beziehungen. Macron hat diesen Bericht in Auftrag gegeben und die Publikation hat also die emotionalen Wellen wieder hochgehen lassen zu diesem Thema. Also das ist ein sehr aktuelles Thema. Das Buch ist auch ein literarisches Experiment, wie ich das hier hervorgehoben habe. Es greift eine sehr alte Gattung auf, nämlich das Epos. Und Katja hat, wir haben heute noch mal ganz kurz darüber gesprochen. Anne Weber hat ja über viele Jahre beim Fischer Verlag publiziert, aber der Fischer Verlag hat dieses Buch, das dann den Buchpreis bekommen hat, abgelehnt mit der Begründung, das Genre sei nicht zeitgemäß, das wolle niemand lesen. Ja? Und das heißt, Anne Weber greift immer wieder mal auf Gattungen zurück, die eigentlich nicht mehr unbedingt gängig sind. Das heißt, auf das Epos oder mit ihrem Text Kirio auf den Schelmenroman und vieles mehr. Also sie ist jemand, der immer wieder versucht, mit alten Gattungen sozusagen auch zu experimentieren, die für unsere heutige oder für die heutige Leserschaft sie einfach wieder fruchtbar zu machen. Das Buch ist auch deshalb so faszinierend, weil es sehr auf der einen Seite sehr ernste Themen aufgreift, sehr tragische Momente der französischen Geschichte der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts, diese aber so verarbeitet, dass man sie sich problemlos mit ihnen auseinandersetzen kann, ohne von ihnen überwältigt zu werden, ohne von ihrer Komplexität überwältigt zu werden. Also sie verknüpft den Ernst der Geschichte mit dem Spiel der Literatur sozusagen. Dann greift sie mit ihrem Text eine Biografie auf, ja, also eine Lebensgeschichte, die Lebensgeschichte der Anne Manoir, die im Text selbst Annette genannt wird, wie sie auch von ihren Freunden in der Résistance genannt wurde und auch von ihren Mitstreitern im Algerienkrieg, denn die Heldin dieses Heldinnen-Epos kann man als eine lebenslang Engagierte eigentlich bezeichnen. Und so ist dieses Buch auch eine Suchbewegung hin zu dieser historischen Figur an Beaumanoir, Annette, die sie zu greifen sucht in einem eben unorthodoxen Versepos, wie wir noch sehen werden. Und Anne Beaumanoir leistet in ihrem Text wirklich eine sehr interessante Spracharbeit. Und das werden wir ebenfalls auch noch an einigen Textbeispielen sehen. Wie werde ich vorgehen? Ich möchte Ihnen zuerst ganz kurz, weil ich nicht sicher bin, dass Sie die Autorin alle kennen, ganz kurz vorstellen, in aller Kürze. Dann etwas auf einen Aspekt Ihres Schreibens eingehen, der auch für Annette, ein Heldinnen-Epos, eine Rolle spielt, nämlich praktiziert Anne Weber sehr konsequent seit den Anfängen ihrer schriftstellerischen Tätigkeit die Selbstübersetzung und sieht das Selbstübersetzen als kreativen Raum zwischen der Fremd- und der Muttersprache. Dann möchte ich das Werk ein bisschen kontextualisieren und auch ausführen, wie es entstanden ist, denn das wird im Text selber auch thematisiert. Und dann einen Blick auf Annette, ein Heldinnen-Epos werfen als Opus zwischen Biofiktion und unepischer, wie ich sage,
Rekonstruktion eines engagierten Lebens in der Geste, manchmal auch sehr freien, spielerischen und doch sehr verpflichtenden Geste des Epos. Ganz kurz zu Anne Weber. Anne Weber ist in Offenbach am Main geboren und ging sofort nach dem Abitur nach Paris als Au-pair und ist dort geblieben. Ja, also sie lebt seit 1983 in Paris, hat dort an der Sorbonne Lettres Modernes, das heißt also französische Literatur, Lettres Modernes, das ist ein bisschen irreführend, weil das ist eben alles, was nicht Latein und Altgriechisch ist, ja, ist Lettres Modernes und das bezieht sich auf Frankreich. Hat sie also Lettres Modernes studiert und vergleichende Literaturwissenschaft, hat dann für Verlage gearbeitet, kleinere Texte übersetzt und vor allem zunächst ins Französische, was sehr ungewöhnlich ist, denn normalerweise übersetzt man ja immer von der Fremdsprache in die Muttersprache. Sie hat Birgit van der Beek übersetzt, Sibylle Levitscharov, Wilhelm Genazzino und dann vom Französischen ins Deutsche so wirklich schwierige Autoren wie Pierre Michon, Marguerite Duras, auch Georges Perros und zuletzt Cécile Weißbrot. Ihre erste Veröffentlichung erscheint 1900, also literarische Veröffentlichung erscheint 1998 zuerst in französischer Sprache. Also sie hat zunächst begonnen, auf Französisch zu schreiben und hat sich unmittelbar selbst ins Deutsche übersetzt. Ihre ersten Werke sind alle in diesem Prozess entstanden und erst, also in den letzten 15 Jahren schreibt sie konsequent auf Deutsch und übersetzt sich dann selbst ins Französische. Sie hat zahlreiche Preise bekommen, auf die möchte ich jetzt nicht weiter eingehen, für ihr literarisches Schreiben, aber auch für ihre Übersetzungsarbeit. Das ist für die Studierenden, damit sie einen Überblick haben über das, was sie so publiziert hat. Und an den Erscheinungsdaten kann man auch sehen, wann sie also ihre Sprachstrategie gewechselt hat, wann sie nicht mehr zunächst auf Französisch geschrieben hat und dann ins Deutsche übersetzt hat, sondern das Ganze umgekehrt in Gang gesetzt hat. Gut. Wie ich schon sagte, für Anne Weber ist die Selbstübersetzung, das Dazwischen dieser Selbstübersetzung ein ganz wichtiges Moment für ihr literarisches Schaffen. Ich muss Ihnen nicht sagen, dass die Selbstübersetzung eine gängige Praxis ist seit man weiß nicht wann. Ich habe hier einige Autoren übersetzt, die mir angeführt, die mir eingefallen sind, die Selbstübersetzung praktizieren. Einer der bekanntesten ist wahrscheinlich Wladimir Nabokov, der sich nicht nur selbst übersetzt hat, sondern dann auch manche Texte in der Fremdsprache überhaupt noch einmal, also im Englischen überhaupt noch einmal neu geschrieben hat. Samuel Beckett, eine Kanadierin, Nancy Houston und auch Atik Raimi, ein afghanisch-französischer Autor und Filmemacher, den ich hier deshalb anführe, weil er bei der letzten Berlinale also so erfolgreich war. Anne Weber übersetzt sich selbst, sagt aber gleichzeitig auch, dass man dieses Selbstübersetzen nicht als Übersetzen im traditionellen Sinne sehen kann, sondern eigentlich entstehen in dieser Selbstübersetzungsarbeit, so sagt sie, zwei Versionen, zwei Originale. Und sie in einem Interview mit Le Monde sagt sie, ich habe das übersetzt, sobald ich die deutsche Version geschrieben habe, fange ich an, Seite für Seite zu übersetzen, aber mit einer Freiheit, die ein Übersetzer nicht hätte. Wenn die Übersetzung dazu führt, dass ich eine Abweichung vom Original schaffe, ist es nicht ungewöhnlich, dass ich sie im Gegenzug modifiziere, da dies alles in der langen Zeit zwischen dem Ende des Schreibens und der Veröffentlichung stattfindet.
Das heißt, diese Selbstübersetzungsarbeit ist eine sehr kreative Arbeit, die auch auf das Original rückwirkt. Und so hat sie auch bei der Arbeit, ist sie auch vorgegangen bei der Arbeit zu Annette, ein Heldinnen-Epos. Und ich habe mir erlaubt, hier einen französischen Text auch hinzustellen, um Ihnen so ein bisschen zu zeigen, wie diese beiden Versionen funktionieren. Das ist der Anfang des Romans und ich lese ihn deshalb auch vor, weil er in meinen weiteren Ausführungen auch eine Rolle spielen wird. Anne Beaumanoir, so beginnt der Text, ist einer ihrer Namen. Es gibt sie, ja, es gibt sie auch woanders als auf diesen Seiten, und zwar in Dieu le fit, auf Deutsch Gott hat's gemacht, im Süden Frankreichs. Sie glaubt nicht an Gott, aber er an sie. Falls es ihn gibt, so hat er sie gemacht. Sie ist sehr alt und wie es das erzählen will, ist sie zugleich noch ungeboren. Heute, da sie 95 ist, kommt sie auf diesem weißen Blatt zur Welt. Ja. In der französischen Version wird alles weggelassen, was in diesem französischen Kontext der deutsche Leser braucht, um zu verstehen, ja, worum es geht, wo sich die Orte befinden und so weiter und so fort. Auch wenn es um diese Frage nach Gott geht, ja, verändert sie ein bisschen den Text im Französischen. Elle ne croit pas en Dieu, qui croit en elle n'est pas exclu. Ja, also im Deutschen lautet das, sie glaubt nicht an Gott, aber er an sie. Und im Französischen, sie glaubt nicht an Gott. Dass er an sie glaubt, hingegen ist nicht ausgeschlossen. Also nur um die Spracharbeit irgendwie hier zu illustrieren. Das heißt, diese Arbeit zwischen Muttersprache und Fremdsprache ist für sie sehr wichtig. Die Muttersprache ist für sie etwas ganz Selbstverständliches, ja? Etwas, das man wie Babynahrung aufnimmt, über das man nicht nachdenkt. Man schluckt diese Sprache, ohne über sie nachzudenken. Es ist etwas Selbstverständliches. Die Muttersprache ist für Anne Weber etwas Unreflektiertes, wohingegen das Französische, also die Muttersprache ist etwas, das ihren Körper auch bewohnt, sozusagen. Das Französische hingegen, schreibt sie, das Französische und ich, wir sind nicht eins, sondern zwei, waren es immer, werden es immer sein. Es gibt keine Hoffnung, dass sich das ändert. Es reicht, wenn ich für eine Weile woanders bin, es nicht mehr spreche, nicht mehr lese und schon hat es sich aus dem Staub gemacht. Das heißt, die französische Sprache ist für sie etwas, das sie sich immer wieder erarbeiten muss und dass ein in der Rückwirkung auf die Muttersprache Räume oder Reflexionsräume eröffnen, ihr die Möglichkeit auch zu einer gewissen Distanz zur Muttersprache ermöglichen. Und diese Distanz, die ist für Anne Weber eine Conditio sine qua non für das literarische Schreiben, sagt sie. Und wenn sie von Distanz spricht, meint sie Distanz zum Sujet, also zum Subjekt, zum Ich und zum Thema oder zum Subjekt, das eine Rolle spielt in ihrem Text, Distanz zur eigenen Person, zur eigenen Erfahrung, zur eigenen nationalen Geschichte, zur eigenen Sprache. Das heißt, aus dieser anderen Sprache heraus kann sie mit vielen Dingen entspannter, lockerer, distanzierter umgehen. Gleichzeitig kann sie Allgemeinplätze umgehen, weil in der Fremdsprache vieles eben nicht selbstverständlich einfach daherkommt. Daraus ergibt sich für sie ein Ort der Kreativität. Ja?
Und dem beschreibt sie wie folgt: Der Ort, an dem ich stehe, ist unsicher. Er liegt dazwischen und er passt mir gut. Zwischen zwei Sprachen, zwischen zwei Stühlen, zwischen zwei Literaturen, zwischen zwei Geschichten bin ich mir bewusst, dass ich weder zu der einen noch zu der anderen Welt gehöre, dass ich mich nirgendwo vollkommen wohlfühle, dass ich kein Zuhause habe. Das ist der Ort, von dem aus ich schreiben kann. Das Dazwischen oder das zwischen den Sprachen ist also ein Ort, an dem man als Schreibender der Gewichtigkeit des Symbolischen und der Traditionen ausweichen kann. Es ist auch der Ort des Fremden und des Nomaden. Und der französische Autor oder der, Entschuldigung, der Quebecer Autor Jacques Godbout bringt dieses Fremdsein mit der Literatur überhaupt in Verbindung. Und ich wollte dieses wunderbare Zitat hier einfach nur anbringen. Literatur ist ein Text, der Abstand nehmen und halten muss. Und vor allem, weil Schreiben im Wesentlichen eine Tätigkeit des Fremden ist. Der Fremde ist derjenige, der nach dem Warum der Dinge fragt. Schreiben wie Einwandern bedeutet, eine Wahl zu treffen, sich zu weigern, auf den Allgemeinplätzen dahin zu treiben. Und das ist etwas, was ich auch ganz stark in Annette, ein Heldinnen-Epos, wiedererkenne. Dieses Fremdsein macht es Anne Weber auch möglich, trotz der Brisanz des Themas ganz leicht über dieses Thema zu schreiben, insbesondere über den Algerienkrieg zu schreiben, der in der französischen Literatur, und das ist wirklich erstaunlich, kaum thematisiert oder über viele Jahre kaum thematisiert wurde. Ich habe hier für alle Lesewütigen eine Literaturliste angeführt, falls Sie der Algerienkrieg interessiert oder Algerien, die französische Kolonialgeschichte interessiert. Und Sie sehen, dass über Jahrzehnte kaum etwas publiziert wurde. Diese Liste ist zwar sicher nicht vollständig, aber ich glaube, sie ist doch repräsentativ. Und das eigentlich erst mehr erschienen ist, nachdem die französische Nationalversammlung am 10. Juni 1999 ein Gesetz erlassen hat, oder ein Gesetz verabschiedet hat, das den Algerienkrieg offiziell anerkennt. Das scheint mir sehr wichtig. Ja. Der Algerienkrieg hat stattgefunden zwischen 1956 und 1962. Algerien ist 1962 unabhängig geworden. Und bis 1999 hat man in Frankreich offiziell über die Ereignisse in Algerien gesprochen, aber nicht über den Algerienkrieg. Ja. Das zeigt ein bisschen, wo Anne Weber sich mit ihrem Text bewegt und wie brisant letztendlich das Thema in Frankreich ist. Kurz zur Figur nun der Annette und zur Frage, wie dieser Roman oder wie dieses Epos, Entschuldigung, weil Roman ist es auf keinen Fall, wie dieses Heldinnen-Epos, wie dieser Text entstanden ist. Anne Beaumanoir, die Annette des Heldinnen-Epos, auf diese Anne Beaumanoir trifft Anne Weber im November 2017 im Rahmen eines kleinen Filmfestivals irgendwo in der südfranzösischen Pampa, kann man sagen. Also Dieu-le-Fit ist wirklich ein kleiner Ort in der Drôme. Anne Weber war dort eingeladen zu einer Podiumsdiskussion. Anne Beaumanoir, die schon 96 damals war 95 war im Publikum. Und die beiden sind sich dort begegnet,
haben sich in der Folge immer wieder getroffen, wie das auch im Annette, ein Heldinnen-Epos, beschrieben wird. Denn Anne Beaumanoir greift, Anne Weber greift in ihrem Text auch die Entstehungsgeschichte des Heldinnen-Epos auf. Und beginnt dann in der Folge Gespräche zu führen mit Anne Beaumanoir, die Grundlage für das Buch sind. Sie zieht aber auch noch die Memoiren von Anne Beaumanoir heran, die 2009 in Frankreich erschienen sind und die 2019 und 2020 in einer sehr schlechten Übersetzung auf Deutsch erschienen sind. Also das ist so, wie man eben nicht übersetzen soll, wahrscheinlich sehr schnell übersetzt. Und das sind die Ausgangspunkte für ihre Auseinandersetzung mit der Heldin. Ich führe hier auch einen Dokumentarfilm an, den, falls Sie das Thema interessiert, Sie sich ansehen sollten. Der ist einfach wunderbar, also eine unglaublich schöne, ästhetische, einfühlende Dokumentation mit dem Titel Une vie d'Annette, ein Leben von Annette. Dieser Film ist aber erst erschienen, nachdem Anne Weber bereits begonnen hat, also sich mit Anne Beaumanoir auseinanderzusetzen. Erstaunlicherweise wird in Frankreich Annette, ein Heldinnen-Epos, oft als Biografie bezeichnet, unter anderem auch in einer Sendung auf France Culture, zu der Anne Beaumanoir eingeladen wurde, um über ihre Biografie zu sprechen und vor allem über ihre Tätigkeit in der Résistance. Und das ist sehr eigenartig, dass der Historiker, der mit ihr gesprochen hat, der eigentlich ein sehr guter Historiker ist, nicht genauer gelesen hat. Denn der Textanfang weist bereits unmissverständlich darauf hin, dass es sich eben nicht um eine Biografie im klassischen Sinne, sondern wenn um eine Biofiktion handelt. Ich zitiere nochmal, was ich bereits erwähnt habe. Sie ist sehr alt und wie es das erzählen will, ist sie zugleich noch ungeboren. Heute, da sie 95 ist, kommt sie auf diesen weißen Blatt zur Welt. Das heißt, Anne Weber geht es nicht um eine rein an Fakten orientierte Darstellung des Lebens der Anne Beaumanoir in Form eines Epos, sondern sie macht von Anfang an klar, ja, dass diese Auseinandersetzung mit der Geschichte mit der Geschichte der Anne Beaumanoir ein Akt des Erzählens ist und damit natürlich auch eine fiktionale, wenn man so will, Ebene beinhaltet. Fiktional nicht in dem Sinne, dass sie etwas erfindet, aber fiktional in dem Sinne, dass jedes Erzählen natürlich wie Hayden White sagen würde, Fiction-Making Process ist. Ne? Also sozusagen. Für Anne Weber war es sehr wichtig, für ihren Text, für ihre Arbeit eine angemessene Form zu finden. Und das Suchen nach einer angemessenen Form hatte etwas auch mit der Frage zu tun, wie kann ich mit der Geschichte dieser Frau umgehen? Ja? Das heißt, die Suche nach der angemessenen Form ist verknüpft mit der moralischen Frage oder mit dem moralischen Anspruch, nicht für beziehungsweise anstelle der Anne Beaumanoir etwa in Form eines Romans zu sprechen. Ja, das heißt, sich die Geschichte der Anne Beaumanoir nicht in einer Romanfiktion anzueignen und auch keine Biografie im klassischen Sinne zu schreiben, sondern eine Möglichkeit zu finden, die eigene Auseinandersetzung mit dieser historischen Figur und mit den
mit den gelesenen Memoiren und mit den geführten Gesprächen auch zu thematisieren und dieses eigene Tun als Suchbewegung hin zur Person an Beaumanoir auch klar zu skizzieren oder dieser Suchbewegung entsprechenden Raum zu geben. Das heißt, für Anne Weber war es wichtig, die Memoiren der Anne Beaumanoir und das von ihr Erzählte nicht einfach auch zu wiederholen, ja, sondern diese Distanz auch spürbar zu machen zwischen Anne Weber, die zuhört, die liest und über diese Frau schreiben will, ja, und wie sie selbst sagt, um diese Distanz zu markieren, wählte ich nach einem Ausschlussverfahren das Epos und den freien Vers. Die Wahl dieses Genres erlaubte es mir, der Geschichte einen Rhythmus zu geben und vor allem sofort spürbar zu machen, dass ich nicht die nicht fassbare Wahrheit des Lebens von Anne Beaumanoir erzähle, sondern das, was ich davon verstehe oder zu verstehen glaube und was ich mir auch merken konnte aus den Erzählungen heraus. Diese Distanz, die eine Rolle spielt, immer wieder eine Rolle spielt, ist eine sprachliche, die etabliert wird, also die Sprache, die Anne Weber verwendet, ist manchmal etwas eigen, ja, auch durch dieses bewusst anachronistische Evozieren einer epischen Sprache. Es ist aber auch eine kulturelle Distanz, eine ideologische, eine zeitliche und eine emotionale, die hier ins Treffen geführt wird. Und ich möchte das nur an einem Beispiel irgendwie illustrieren, einem Zitat aus dem Text. So kann es gehen, wenn man näher hinschaut, ja, und sie selbst, die Anne Weber, schaut näher hin und sieht, dass Willy Brandt, ja, in der jungen Bundesrepublik die algerische Widerstandsbewegung unterstützt hat, etwas, was Anne Beaumanoir damals nicht bewusst war. Also sie sagt, so kann es gehen, wenn man näher hinschaut. Und um das tun zu können, ist man besser ganz weit weg. Jedenfalls nicht wie Annette im Sand der Gegenwart begraben. Man sieht aus dieser Distanz. Wie geht die Autorin jetzt vor? Wie sieht dieser Text aus? Wenn man ganz grob eine Idee vermitteln wollte, könnte man sagen, dass es sich inhaltlich bei diesem Heldinnen-Epos um eine Aneinanderreihung Episoden handelt, von für die politische Entwicklung und das engagierte Leben der Anne Beaumanoir zentrale Episoden. Wobei das Private hinter das Politische gestellt wird, beziehungsweise die politische Haltung der Heldin rückwirkend aus der Erfahrung in der Kindheit erklärt wird, wo sie mit Armut und Ungerechtigkeit, Klassenunterschieden konfrontiert war. Und das hat sie von Anfang an sehr stark geprägt. Die Episoden, die eine ganz besonders große Rolle spielen, habe ich hier versucht, geografisch zu illustrieren. Die Geschichte beginnt in der Bretagne. Hopp, verzeihen Sie mir, jetzt bin ich da gesprungen. Beginnt in der Bretagne, wo
Annette alias Anne Beaumanoir aufwächst, wo sie zur Schule geht, wo sie ihre ersten politischen Erfahrungen in der kommunistischen Jugendbewegung macht, wo sie beginnt, Medizin zu studieren. Von dort kommt sie im Rahmen der Résistance nach Paris. In Paris tut sie etwas, was für ihr weiteres Leben entscheidend sein wird. Sie rettet ein jüdisches Geschwisterpaar ganz spontan und hilft denen, sich in der Bretagne zu verstecken. Also gemeinsam mit ihren Eltern bewerkstelligt sie das, wofür sie dann von der kommunistischen Resistance strafversetzt wird. Denn diese kommunistische Resistance billigt solche Eigeninitiativen nicht und sieht sie auch als große Gefahr für das Widerstandsnetz. Sie wird dann nach Lyon strafversetzt, gemeinsam mit ihrem Geliebten, kann man sagen, dem deutschen Juden Rainer Jurestal, der unter dem Decknamen Roland agiert. Die beiden werden dann dort getrennt. Roland wird irgendwann aufgegriffen und ermordet. Sie selbst geht nach dem Krieg dann nach Marseille, beendet dort ihr Studium, heiratet, gründet eine Familie, bis sie dann im Zuge des Algerienkrieges angewidert von den Foltermethoden der Franzosen, die Folterungen der Algerier ihrerseits ignorierend, für den FLN, für den Front de Libération Nationale tätig wird und also als Kofferträgerin vor allem tätig wird. Sie wird dann enttarnt, kommt ins Gefängnis, es kommt zu einem Prozess, sie wird zu 10 Jahren Gefängnis verurteilt, weshalb sie ihren Ehemann und ihre 3 Kinder verlässt, über die Schweiz nach Tunis geht, in der Hoffnung, ihre Familie würde irgendwann nachkommen, was dann nicht der Fall ist, dort als Ärztin arbeitet. Also 1962, also mit der Unabhängigkeit Algeriens nach Algier kommt, dort im ersten Kabinett von Ben Bella für das Gesundheitsministerium arbeitet und als Ben Bella 1965 gestürzt wird, muss sie das Land auch verlassen. Sie geht dann nach Genf, weil sie nach Frankreich nicht kann. Sie ist inzwischen algerische Staatsbürgerin geworden und außerdem noch immer verurteilt in Frankreich. Und dort arbeitet sie bis zu ihrer Pensionierung und bevor es eine Amnestie gibt und sie wieder nach Frankreich zurückgehen kann. Das ist so, das sind die Episoden ihres Lebens, die erzählt werden im Text. Allerdings ist so einfach die Sache nicht, denn es gibt die autoriale Stimme der Anne Weber in diesem Text, die sehr präsent ist und die immer wieder daran erinnert, dass aus der Gegenwart erzählt wird und die Heldin, die sie da konstruiert, über diese Episoden aus ihrem Blick, das heißt aus dem Blick der Anne Weber auf die Vergangenheit geboren wird. Man schaut zurück. Annette selbst steht neben sich und schaut zurück aus weiter Ferne und glaubt da etwas zu durchschauen, was früher noch im Nebel lag. Also die reale Annette Anne Beaumanoir selbst schaut natürlich auch zurück, wenn sie ihre Memoiren schreibt und wenn sie spricht über die Vergangenheit. Und Anne Weber, angereichert mit historischem Wissen, schaut zurück. Ja. Das heißt, dieses Epos ist ein Epos, das die
das Nachdenken in der Gegenwart über diese historischen Ereignisse letztlich auch reflektiert. Die autoriale Stimme bestimmt den Weg durch die Lebensgeschichte der Anne Beaumanoir, die präsentiert wird, interpretiert bestimmte Handlungen, kommentiert Situationen und Entscheidungen, wie zum Beispiel, warum kriegt Annette von diesem allen nur so wenig mit? Ja, man muss schon da sein, wo es geschieht, und außerdem muss man es noch wissen wollen. Will sie es wissen? Ja, blickt sie zurück in die Vergangenheit, in dieses Engagement der Anne Beaumanoir, das ja auch nicht immer aus unserer heutigen Perspektive als positiv gesehen kann, sondern das auch oft ideologische Blindheit reflektiert. Die autoriale Stimme wacht über die kritische Distanz zur Heldin und verknüpft das individuell Geh- und Erlebte mit den allgemeinen Zeitumständen auch. Und die autoriale Stimme formuliert fortwährend vor dem Hintergrund des individuellen Lebens der Anne Beaumanoir Gedanken, Einschätzungen, Fragen allgemeiner Natur über die historischen Geschehnisse, die hintergründigen Motivationen des Widerstands, des Engagements, über Gerechtigkeit, über die Condition humaine, über die Conditio humana. Und als Beispiel hier nur also ein Nachdenken über das, was Demokratie in Algerien sein hätte können, welche Möglichkeiten es für diese Demokratie gegeben hat oder welche es nicht gegeben hat. Demokratie, kann einer mal erklären, wie das von einem Tag zum anderen funktionieren soll in einem Land, in dem die allergrößte Mehrheit nicht lesen und nicht schreiben kann, weil in den letzten 130 Jahren der französischen Kolonisierung der Staat Alphabetisieren nicht für nötig befand. In der autorialen Stimme dieses Textes spiegelt sich das Bewusstsein der Autorin, dass sie im Sog des Foucault'schen Archäologiebegriffs auch operiert. Das heißt, sich von einer allzu simplen, linearen Auffassung von Geschichte distanziert, beziehungsweise von der Vorstellung, die authentische Lebensgeschichte eines Individuums sei entlang einer Reihe erinnerter Ereignisse und vorliegender Dokumente als Abfolge leicht erkennbarer Kausalitäten zu erzählen. Also auch von dieser Vorstellung, man könne immer klare Kausalitäten herstellen, verabschiedet sich diese autoriale Stimme. Dieser Text reflektiert auch über die autoriale Stimme die Unsicherheit allen Wissens, ja. Den ausgedünnten Zeichen des Gewesenen, den disparaten Spuren, auch den Leerstellen und Abwesenheiten geschuldet ist und dass man letztlich immer sehr viel mit Hypothesen operiert, und das tut auch die autoriale Stimme, denn sie stellt permanent Fragen, ja, über die sie eben das Erzählen des Lebens, dieser Ereignisse im Leben der Anne Beaumanoir bricht. In den Kritiken wurde oft die Frage gestellt, ist es denn nun wirklich auch ein Heldinnen-Epos? Ja? Kann man wirklich von einem Heldinnen-Epos sprechen? Ich denke ja. Ja, es wird hier das Leben der Anne Beaumanoir in freien Versen erzählt, und Anne Weber verwendet selbst diesen Begriff freie Verse, wobei nicht immer ersichtlich ist, ob diese nicht nur einfach einem linksbündigen Flattersatz entsprechen. Ja. Manchmal fragt man sich, ist das jetzt optische Täuschung? Ich denke, manchmal könnte man fast einfach von freier, ungebundener, rhythmischer Prosa sprechen. Was
einem klassischen Epos auch nicht entspricht, das ist die Sprache, die Anne Weber verwendet. Sie verwendet oft eine bewusst flapsige und an das Mündliche angelehnte Sprache, manchmal auch eine Ausdrucksweise mit bewusst inszenierten sprachlichen Fehlern, wie zum Beispiel: Von jetzt an ist eigentlich alles ganz einfach, so einfach eben, wie es im Nachhinein dann meistens ist. Annette bekommt der Schwester ihren Mantel. Klammer, ja, ja, schon gut, das stimmt so sprachlich nicht, Klammer zu. Auch deren Brille und Schal, welcher sowohl der Ähnlichkeit als auch der Mode willen um den Kopf gewickelt wird. Der Sprachduktus, den sie verwendet, ist vielleicht da und dort auch eine Hommage an das Parler der Anne Beaumanoir selbst, ja, der alten Dame, die Anne Weber trifft. Und auf diesen Sprachduktus der Anne Beaumanoir spielt sie im Buch selbst auch an. Ich zitiere: Zudem ist da die Sprache, die sie spricht, oder auch halb verschluckt mitunter. Bisschen Argot, bisschen was sehr persönlich Umgangssprachliches. Alles in allem hört es sich auf jeden Fall sehr anders an, als sonst Ärzte mehr oder weniger unwillkürlich sprechen. Anne Weber will natürlich, dass man diesen Text als Epopee, als Epos wahrnimmt und spielt auf Parallelen im Text selbst, auf Parallelen zwischen der Figur des Odysseus und der Annette an. Sie weist darauf hin, dass beider Leben als Irrfahrt verstanden werden kann. Sie zieht auch Parallelen zwischen der Erfahrung von Annette in der Résistance, ihrem Leben im Untergrund, der Auslöschung der eigenen Identität, des Niemandseins, also die Tatsache, dass sie sich im Untergrund von der Familie, der Herkunft, der eigenen Geschichte abzutrennen hatte. Also da zieht sie auch schon Parallelen zu Odysseus. Auch was den Verlust der Gefährtinnen betrifft. Und so schreibt sie: Und wie Odysseus, dem auf langer Reise seine Gefährten nacheinander starben, ist sie von ihrer Herkunft, ihrer Geschichte abgetrennt. Von denen, die in jenen Tagen ihre Wege kreuzen, kennt keiner ihren wahren Namen, ihre Vergangenheit. Kaum, dass sie selbst sich ihrer noch erinnert. Sie bewohnt ihren eigenen Schatten. Und wie Odysseus könnte sie, gefragt nach ihrem Namen, nicht nur aus List, sondern wahrheitsgemäß, ich heiße niemand, sagen. Und also an einer weiteren Stelle kommt sie noch einmal auf Odysseus zu sprechen. Annette ist keine Heldin oder keine Heldin im klassischen Sinne. Es ist keine Kriegsheldin im klassischen Sinne. Sie kämpft auch nicht im eigentlichen Sinne an der Front und sie bleibt auch nicht unhinterfragt. Aber sie ist sicher eine Heldin, könnte man fast sagen, der Existenz, des banalen in die Welt geworfen Seins, die sich dieser Welt nicht entzieht, sondern im Sinne ihrer Vorstellung von Gerechtigkeit und Humanismus entscheidet und handelt. Ja. Also in diesem Sinne ist sie eine wahre Heldin. Also sie ist also nicht diese klassische epische Heldin, sie ist auch keine Anti-Heldin, sondern sie ist eine Heldin der anderen Art, möchte man sagen. Und um zu illustrieren, wie man letztlich dieses Heldinnendasein der Anne Beaumanoir bzw. der Annette verstehen kann, verweist Anne Weber am Ende ihres Romans auf Camus. Und ich zitiere: Camus war friedlich, Annette war es nicht. Und doch ist sie es, die mit ihrer Existenz etwas erhält, was er geschrieben hat. Es reicht dafür, dass wir in der folgenden Passage
mal kurz im Kopf den Namen Sisyphos ersetzen durch den ihren. In jenem flüchtigen Moment, so schrieb Camus, in dem ein Mensch sich umwendet zu seinem Leben, betrachtet Sisyphos zurück auf seinem Fels die Abfolge der abgerissenen Handlungen, die sein Gedächtnisblick zusammenhält und die sein Tod demnächst besiegelt. Der Kampf, das andauernde Plagen und Bemühen hin zu größeren Höhen reicht aus, ein Menschenherz zu füllen, weshalb wir uns Sisyphos am besten glücklich vorstellen. Das Leben der Annette, der Anne Beaumanoir, war gekennzeichnet von diesem sisyphoschen Tätigkeit, wenn man so will. Ja. Also sie hat sich permanent engagiert. Sie hat zunächst an den Kommunismus geglaubt, war dann von der Kommunistischen Partei und von der Sowjetunion sehr, sehr enttäuscht und ist 1956 aus der Partei ausgetreten. Sie hat sich dann für Algerien engagiert und davon geträumt, dass in einem unabhängigen Algerien eine bessere Gesellschaft entstehen könnte. Sie hat also immer wieder in ihrem Engagement den Stein auf den Berg gerollt und musste feststellen, ja, dass dieser Stein immer wieder zurückrollt. Aber wie eben Sisyphos, es war Anne Beaumanoir oder Annette, also war diese Anne Beaumanoir ein glücklicher Mensch, denn sie war engagiert. Sie hat immer an etwas geglaubt. Und wenn man sie heute reden sieht, also ich habe mir in den letzten Tagen noch ein paar Interviews mit ihr angesehen, dann, also bleibt man nahezu sprachlos vor dieser Person, denn sie ist mit ihren nun fast 98 Jahren unglaublich jung geblieben, spricht mit einer Werfe, mit einem Glauben an die Jugend, von der sie denkt, dass sie ihren Widerstand, ja, ihr Engagement fest weiterführen wird, ja, dass das alles, was sie gemacht hat, letztendlich doch in irgendeiner Weise Früchte trägt, auch wenn es nicht unmittelbar sichtbar ist oder wenn die großen Dinge nicht so sich entwickelt haben, wie sie sich das ursprünglich vorgestellt hat. Und man empfindet tatsächlich, wenn man diese alte Dame sieht, sie als glücklichen Menschen. Und ich möchte damit schließen mit einem Zitat aus ihren Memoiren, das mir sehr gut, also eine Passage, die mir irgendwie gefallen hat. Ja. Wenn Sie mit 16 keine starken Überzeugungen haben, sind Sie dazu verurteilt, sich von dem langen, ruhigen Fluss tragen zu lassen. In diesem Alter nicht revoltiert, romantisch, revolutionär zu sein. Und man muss unwissend hinzufügen, ist das Symptom für eine affektive Behinderung. Man weiß nicht oder will nicht wissen, dass die erfolgreichen Revolutionen Bürokratie und Terror absondern. Man hofft einfach und rennt los. Und dieses Hoffen und Losrennen ist für Anne Beaumanoir ein zentrales Element, das sie immer noch hochhält bis ins hohe Alter und wird auch in diesem epischen Text, in diesem Heldinnen-Epos zelebriert. Ja? Wenn auch immer wieder in Frage gestellt. Ja? Also das wird nicht stilisiert, der Text ist keine Hagiographie, kein Idealisieren der Anne Beaumanoir, aber es wird einfach als zentrales Element hingestellt. Gut, damit komme ich hoffentlich nicht allzu spät zu einem Ende. Vielen Dank. Sehr, sehr herzlichen Dank, liebe Doris Eibel.